Schon mal vorab die Info. Meine Xbox hat aber wieder keinen Bock gehabt zu speichern. Ich weiß nicht, inwiefern ich das Ganze nachstellen kann. Ich tue aber mein Bestes. In der nächsten Episode seht ihr dann, wie es endgültig aussieht. Ich wünsche euch bis dahin aber erstmal viel Spaß bei dieser und hoffe, dass alles genauso kommt, wie es in dieser gekommen ist. Sag und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FC Liverpool Karrieremodus. Wir sind wieder am Start mit der zweiten Episode und heute geht es weiter mit Transfers, mit Spielen im European International Championship oder wie auch immer unser Turnier heißt und natürlich mit euren Vorschlägen. Die Spiele laufen heute zunächst einmal gegen den AC Mailand und gegen den FC Turin, beide aus Italien. Gegen Sevilla haben wir ja bereits 1-0 gewonnen und danach haben wir eine ganze Menge Zeit, hier Transfers zu tätigen und werden wahrscheinlich auch noch das Halbfinale und hoffentlich das Finale vom European Cup spielen. Wenn es euch heute gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich tierisch über freuen. 1800 Likes bei der letzten Episode, einfach nur krank, wenn wir wieder 1000 schaffen, wäre das mega, mega nice. Ihr habt die Karriere bisher super Support und ich hoffe, dass es genauso weitergehen wird. In der Videobeschreibung sind Links zu Instagram, Twitter und natürlich auch zu IG Vault, das auf jeden Fall auch auschecken. Mit dem Rabattcode MAXGAMINGTV bekommt ihr 6% und momentan ist zumindest noch Team of the Season, das heißt momentan könnte es sich noch lohnen, da einzukaufen. Ich will zwar vorproduzieren, aber Leute, es ist so unfassbar warm, dass ich glaube ich erst heute Nacht anfangen werde und heute den Tag einfach chillen werde, damit ich morgen früh nicht komplett tot bin in der Schule. Trotzdem möchte ich natürlich auf eure Vorschläge eingehen und wir sind jetzt hier auf der Wunschliste und da haben wir einige interessante Spieler, die ihr vorgeschlagen habt und die ich sehr, sehr gut finde. Ich versuche natürlich nicht unbedingt Mainstream zu spielen, halbwegs realistisch und das Ganze halt, wie ich gesagt habe, mit Talenten, die ich ausbilde. Joel Matip wäre ein Spieler, den ihr gerne hättet, allerdings hat er eine Innenbandverletzung und ist erst in 2 Monaten wieder fit und verletzten Spieler möchte ich mir nicht kaufen. Dann haben wir Olivier Boscali, den habt ihr vorgeschlagen, 17 Jahre alt von Lille, ein Riesentalent. Wir scouten den erstmal, dann holen wir den eventuell als Backup auf jeden Fall. Ich habe auch noch einen Spieler auf der Liste gesetzt, ein paar werde ich euch auch nochmal zeigen. Jonas Hector ist vielleicht gar nicht so unrealistisch als Linksverteidiger, Backup für Alberto Moreno, wenn wir dann wirklich José Enrique und den Jungen verkaufen, den Namen habe ich gerade vergessen von ihm, aber egal. Fuku Arthur Masuaku ist ein weiterer Spieler, den ich mir vorstellen könnte. Im Mittelfeld haben wir dann mehrere Vorschläge gehabt, Emil Forsberg wäre einer davon, von RB Leipzig ein guter Spieler, den ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte. Charlie Musonda, der Belgier mit 5-Star-Skills und 5-Star-Weakfoot, bei dem werde ich mich auf jeden Fall bemühen, ihn zu holen. Sofiane Boufal haben wir dann hier noch, auch der wurde vorgeschlagen, allerdings finde ich da die anderen Option ein bisschen besser, auch wenn er natürlich auch Flügel spielen kann. Aber Mario Götze kann das auch. Und Mario Götze wäre an sich ein ziemlich geiler Transfer für den FC Liverpool. Sadio Mané haben wir dann noch in der letzten Episode bereits angesprochen. Vorne im Sturm hätte ich gerne Marcus Rashford. Mal sehen, ob wir den bekommen. Genauso wie ja Jamie Vardy, der zumindest vorgeschlagen wurde. Bin ich mal gespannt. Ihr habt aber auch gesagt, verkauf Benteke und versuch einfach mal vorne, ja, beziehungsweise, versuch vorne Sturridge spielen zu lassen als Backup. Ja, eventuell dann Origi, den du nicht verleihen solltest. Und auf der rechten Seite könntest du dann sonst den spielen lassen, den du holst. Mir wurde sogar Bale vorgeschlagen, den hole ich aber nicht. Dann haben wir hier noch Jonathan Lecko, den haben wir ja schon angesprochen, bei dem könnt ihr mir zumindest vorstellen, dass wir den früher oder später holen werden. Ich glaube, ich lasse ihn aber zunächst einmal bei West Brom oder lasse ihn ja verliehen werden. Emre Mor, den hole ich, denke ich mal. Und dann haben wir hier noch Lorenzo Insigne und den finde ich extrem interessant. Ich werde mich auf jeden Fall, was teure Spiele angeht, mit Götze und Insigne beschäftigen und ansonsten mit den Talenten wie Rashford, wie Musonda, wie beispielsweise auch Olivier Boscali. Bei Jonas Hector bin ich eher auf Seiten von Fuku Arthur Masuku oder von unserem, sowieso Verteidiger-Talent, bei dem ich jetzt mal ganz kurz nachgucken muss. Gomez ist das, genau, den wollen wir ja ausleihen. Dann haben wir Moreno. Wenn wir den nicht ausgeliehen bekommen, dann kaufen wir natürlich keinen neuen Linksverteidiger, weil dann haben wir genug. Natürlich muss immer das Scouting abgeschlossen werden. Das dauert noch so ungefähr 9 Tage, bis bei allen Spielern das Ganze durch ist. Brannigan würde gerne spielen, unser 19-jähriges Talent. Lassen wir mal gegen Milan und ich zeige euch gleich die fertige Aufstellung. So sieht's dann aus. Mignolet, Touré, Iori, Chan, Lever, Gomez, Flanagan, Kent, Brannigan, Sturridge und Jordan Ibe. Bevor es aber losgeht, zeige ich noch kurz, wenn ich auf die Transferliste gesetzt habe. Da haben wir noch einmal Joe Allen, den ich jetzt draufgesetzt habe, weil ich mit dem persönlich nicht so viel anfangen kann. Der ist mir zu klein und passt mir einfach irgendwie nicht, auch wenn er natürlich noch relativ jung ist. Und Adam Lallana, genauso wie Kolo Touré. Touré natürlich eine Legende, aber einfach auch schon sehr alt und wir müssen ja auch an unsere Zukunft denken. Und Lallana, weiß ich nicht, an sich kein schlechter Spieler, flexibel einsetzbar, aber ich glaube, dass wenn wir so einen Götze haben, er sowieso nicht spielen wird und dann können wir das Geld für ihn gut gebrauchen. So, und dann mal los ins Spiel gegen Milan, unseren schwersten Gegner, haben verloren gegen Turin im ersten Spiel, spielen im 4-3-3 und wir sind auswärts in der Simulation, das ist normalerweise nicht so gut für uns. Aber wir kassieren zumindest in den ersten 10 Minuten schon mal nichts und sie spielen noch mit B11. Felicioli steht da vorne drin, zusammen mit Young. Und der verletzt sich gleich mal. Flanagan macht das 1-0 ausgerechnet und unser Außenverteidiger trifft also für unseren Liverpool Football Club. Benteke kommt für Sturridge, vielleicht kann er sich beweisen. Miller kommt für Milner. Nicht Miller kommt für Brannigan, aber es bleibt anscheinend erstmal beim 1-0. 1-1 durch Menes. Das ist natürlich was, was wir nicht sehen wollen. Vielleicht können wir noch den Siegtreffer erzählen. Abate kriegt rot, aber das bringt uns nichts mehr und wir spielen unentschieden. Der Scout-Bericht zu Loris Karius ist schon mal fertig und wir werden einfach mal versuchen, das Ganze mit Mignolet zu verrechnen. Mal sehen, was sie dazu zu sagen haben.
Unsere Starter für das nächste Spiel wandelt sich wieder ein bisschen. Mignolet, Walker, Lovren, Flanagan, Gomez, Alan Chan, Origi, Lallana, Aib und Christian Benteke. Turin hat bisher beide Spiele gegen Betis und gegen Mailand gewonnen, spielen mit Fünferkette und das könnte natürlich ein schwerer Brocken werden für unsere Offensive. Vorne mit Immobile und Belotti und so viel dazu. Origi macht schon nach 10 Minuten das 1:0 für uns. Das heißt, es sieht momentan sehr gut aus. Milan, für die läuft es gar nicht gut. Verlieren jetzt gerade schon wieder gegen Betis Sevilla. Das 2:0 markiert dann Benteke nach knapp 39 Minuten. Übrigens nebenbei bemerkt, mir wurde gesagt, hol mal einen kopfballstarken Stürmer. Wozu haben wir denn Benteke? Ganz ehrlich, das ist das Einzige, was er kann. Lallana macht das 3:0. Anscheinend hat Turin seine ganzen Patronen schon verschossen, sind sowieso schon weiter. Aber das war natürlich jetzt mal eine Demonstration gegen den Ersten in unserer Gruppe. Die ersten paar fertigen Scout-Berichte sind da und zwar zu Marcus Rashford, 17 Jahre alt, 69er-Rating, 2 Millionen Marktwert, auf jeden Fall ein sehr interessanter Mann, um den ich mich jetzt wahrscheinlich schon bemühen werde. Ja, da habe ich irgendwie Bock drauf. Dazu ist der Bericht zu Emil Forsberg fertig. 5,5 Millionen hat ein 75er-Rating, wäre aber nur eine etwas spätere Option. Wir fragen trotzdem mal an, was er haben möchte oder wollen würde. Und bei Emre Mor wagen wir mal den Vorstoß und versuchen, den mal von seinem Verein loszueisen. Das wird aber nicht funktionieren, weil der gerade erst untergekommen ist. Also im Winter. So, dann dürfen wir auch endlich mal wieder ins Training gehen. Mal sehen, wie das so laufen wird. Unser Halbfinalgegner ist übrigens der FC Schalke 04, also der aktuelle, noch aktuelle Verein von Joel Marte. Vielleicht holen wir uns den realistisch gesehen auch im Winter per Vorvertrag. B möchte 10 Millionen für Forsberg und das ist mir eigentlich definitiv zu viel. Wenn gar nichts anderes geht, dann könnt ihr mir das eventuell überlegen. Und das Angebot für Lallana ist direkt mal da vom FC Schalke 04. Wir wollen ein bisschen mehr haben, 20 Millionen. Vielleicht ist das noch eine heiße Luft vor dem Halbfinale. Mainz ist ein bisschen übermütig. Sie wollen Mignolet und 22 Millionen. So ja, nun nicht. Mignolet und 10 Millionen, realistischer. Halbfinale wird nochmal ein bisschen rotiert. José Enrique rückt rein, Henderson und Milner auf der Doppel-6. Und Ojo kriegt mal seine Chance auf dem linken Mittelfeld. Schalke bisher mit Unentschieden gegen Celta Vigo, Niederlage gegen Saint-Étienne und Atletico Bilbao mit 2:0 geschlagen. Das heißt, es lief nicht so stark bei ihnen. Spielen im 4-2-3-1. Mal sehen, wie wir in der Heimsimulation hier das Ganze über die Bühne bringen können. Spielen aber mit Top 11, abgesehen von Marvin Friedrich in der Innenverteidigung und Gespurning im Kasten. Aber nach 25 Minuten ist da noch nichts passiert. Lallana kriegt die gelbe Karte, für den er gerade ja ein Angebot bekommen von eben diesen Schalkern. Origi macht das 1:0. Sehr schön, Choupo-Moting aber direkt mit dem Ausgleich. Und Meier mit dem 2:1 für Schalke. Das wollen wir natürlich eigentlich überhaupt nicht sehen. Allen kommt für Lallana rein. Jungs, jetzt bitte macht keinen Mist und macht den Ausgleichstreffer. Goretzka, wir sind in der 82. Wir sind in der 85. Es passiert nichts mehr. Und wir fliegen im Halbfinale aus dem European Continental Shield, weil wir gegen Schalke verlieren, die bisher so schlecht gespielt haben. Das ist bitter. Immerhin kriegen wir nochmal 3,5 Millionen und ihr seht es schon, es sind ganz viele andere Scout-Berichte fertig. Boscali hat ein 69er-Rating mit 17, ebenso wie beispielsweise Marcus Rashford und der Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Versuchen wir es mal mit einer Million, vielleicht können wir den da direkt bekommen. Ufal ist an sich ein interessanter Spieler mit seinen 78 und 21 Jahren, aber wie gesagt, ich will da eher auf andere bauen. Zum Beispiel auf Lorenzo Insigne und der hat einen Marktwert von 26,5 Millionen, hat einen 82er-Rating mit seinen 24 Jahren und natürlich ist Napoli unterbesetzt, aber wir versuchen es trotzdem und wir bieten einfach mal einen anderen Spieler noch mit an. Ich weiß noch nicht so ganz, wen ich da anbieten könnte, aber vielleicht finde ich ja jemanden, das sieht eher nicht so aus. Wie wär's denn mit Allen? Masuaku sähe als Backup definitiv nice aus. Ich weiß nicht übrigens, ob ich lieber ihn oder Hector holen würde, aber ich glaube eher Masuaku, weil Hector halt eher ein A-Verteidiger wäre. Und jetzt wagen wir mal den Vorstoß bei Mario Götze. Schlüsselspieler ist er in meinen Augen nicht, deswegen versuchen wir es einfach mal mit Marktwert ungerechten 32 Millionen. Auch Musonas Scout-Bericht ist fertig und der ist Rotationsspieler bei Sevilla. Vielleicht kriegen wir den ja per Laie und dann per Kaufoption. Das wäre natürlich ein sehr, sehr schönes Geschichtlein. Schauen wir mal. United möchte 3,8 Millionen für Rashford haben. Das sieht sogar relativ human aus und mit 3 Millionen könnten wir da eigentlich was erreichen. Mainz lehnt weiterhin ab, das heißt wir streichen Mignolet raus und bieten einfach alleine 20 Millionen. Mal sehen, was sie dazu sagen werden für Loris Karius natürlich jetzt, ist klar. Und wir haben schöne Nachrichten von Schalke. 20 Millionen komplett überteuert eigentlich für Adam Lallana, aber sie haben es angenommen. Und wenn er jetzt den Vertrag unterschreibt, haben wir richtig schön Geld gemacht. Napoli hat gar nicht erst wirklich geantwortet auf Lorenzo Insigne oder unser Angebot. Deswegen versuchen wir es nochmal mit 30 Millionen. Das ist natürlich eine ganze Stange Geld, aber wenn wir Lallana verkaufen, geht das. Und die Bayern haben leider Gottes einen leichten Dachschaden und wollen 67 Millionen für Götze. Da versuchen wir es nochmal mit 40. So unrealistisch sind die Summen auch gar nicht, weil ja TV-Vertrag und so weiter und so fort in England herrschen und dementsprechend andere Verhältnisse sind. Moreno steigt auf 78 und Ings ist zumindest von den Balken her relativ nah am nächsten Rating. Wir haben zuallererst mal ein Transferangebot für Connor Randall und das wären wir annehmen von Bohemian FC. Charlie Musonda, ja, haben sie gesagt, Leihe ist okay, Summe nicht, deswegen versuchen wir es nochmal mit ein bisschen mehr Geld. 4,5 Millionen dürfte danach auch wert sein.
Und es gibt super Nachrichten aus Manchester. Die haben das 3 Millionen Angebot für Marcus Rashford akzeptiert. Und da versuchen wir es mal mit 10 Millionen. Mal sehen, ob wir 10 Millionen vor allem mit 10.000 Gehalt. Mal sehen, ob wir ihn dafür bekommen. Er wäre Rotationsspieler. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass wir auf jeden Fall Origi abgeben sollten, wenn es geht. Und ich weiß, Anfragen sind dumm. Ich habe trotzdem mal welche gemacht. Sadio Mané, 22,5 Millionen möchte Southampton für den haben. Ist auch eine ganz schöne Stange Geld. 18,5 Millionen möchte Leicester City für Jamie Vardy. Da ist mir Rashford als Talent doch schon fast ein bisschen lieber. Zumindest solange Benteke noch da ist. Im Winter kann man darüber überlegen, ob man den eventuell doch holt. Lille möchte 22 Millionen für Sofiane Boufal, auch sehr teuer. Köln möchte nur 15 Millionen für Jonas Hector, das geht sogar noch. Und Olympiakos möchte 9 Millionen für Masuaku haben, ist aber halt auch ein Talent. Nizza ist süß, die sagen, sie wollen 1,6 Millionen, was aber unter Marktwert ist, deswegen geben wir denen das einfach und haben dann richtig guten Backup mit richtig viel Talent. Masuaku habe ich mir jetzt irgendwie in den Kopf gesetzt, deswegen versuchen wir es da einfach mal mit 5 Millionen, die wir bieten. Lallana ist verkauft, das heißt 17 Millionen Transferbudget haben wir mehr. Einige von euch haben übrigens gesagt, Max, mach nicht zu viele Transfers, das ist nicht so realistisch, aber wir wollen ja nicht nur komplett auf Realismus gehen, sondern wir wollen im Endeffekt die Liga gewinnen und hier Spaß haben in diesem Karrieremodus. Und das Wichtige ist halt auch, was man noch dazu sagen muss, wir sind ja effektiv nicht in der Saison 2015, 2016, sondern im Kopf zumindest schon mal bei 16, 17, weil die Kader ja auch so aktuell sind. Ja, Napoli hat ein bisschen mehr Vorstellungen. 51 Millionen ist eine ordentliche Summe. Wir müssen das Angebot korrigieren, denn Dortmund hat für Karius geboten. Das wäre scheiße. Unseren ersten Transfer können wir aber verzeichnen, und zwar Marcus Rashford. Den werden wir natürlich auch annehmen. Sehr, sehr schön. Haben damit einen Backup-Stürmer. Und das sogar mit sehr viel Talent. Wir haben ein Angebot für Thiago Iori von Burnley. Das werden wir annehmen, die spielen wir unter einer zweiten Liga. Nebenbei merkt, ich werde nicht die kompletten Mainstream-Transfers machen wie Embolo, Thielemann, Süle und so weiter und so fort. Davon distanziere ich mich auf jeden Fall. Auch Riedlewald nicht. Und während Bayern weiterhin richtig viel Kohle für Götze haben möchte, was total unangebracht ist und deswegen wir 45 Millionen bieten, sagt Sevilla, jetzt ist die angegebene Gebühr in Ordnung. Wir überlegen uns das Ganze mal und leihen euch dann eventuell Musonda aus. Olympiakos hat übrigens gesagt, nein, wir wollen 9 Millionen. Ich sage, ich möchte auch ein bisschen mehr für Lucas Leiva. Und zwar so um die 10 Millionen. Das könnt ihr mir zumindest gut vorstellen, als Celta Vigo da auch ja sagt. Und jetzt kommen zwei Hammer-Nachrichten. Einmal hat Lille das Angebot für Olivier Boscali für 1,6 Millionen angenommen. Und wir haben damit einen richtig krank talentierten neuen Backup-Verteidiger. Und die viel größere Überraschung, Napoli hat das Angebot für Insigne angenommen für 35 Millionen. Natürlich möchte der ein bisschen Gehalt, aber das wäre natürlich ein absoluter Königstransfer für unsere linke Seite. Anscheinend haben sie sich mit Dortmund doch nicht ganz geeinigt. Sie sagen jetzt 29 Millionen möchten sie haben. Das ist mir eigentlich viel zu viel, aber ich sage jetzt mal 26, weil wir wollen Karius haben, weil der auch in Realität zu Liverpool gewechselt ist. Und da kommt passenderweise das Angebot für Divock Origi von Crystal Palace. Das werden wir annehmen, denn da kann er sich definitiv weiterentwickeln und wird Spielpraxis bekommen, weil er einer der besten Spieler sein wird. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Damit haben wir auch Platz für Rashford jetzt. Und eine weitere gute Nachricht, und zwar hat Betis Sevilla das Ganze endgültig akzeptiert und wir werden uns Musonda ausleihen und haben die Möglichkeit, ihn dann für 4,5 Millionen zu kaufen. Den Markt wird er dann durch das Training alleine definitiv erreicht haben. Das Schöne in England ist, man hat mit zwei Pokalwettbewerben auf jeden Fall die Möglichkeit, den Jugend- und Nachwuchsspielern genug Spielzeit einzuräumen. Ich werde jetzt übrigens, ihr seht schon, das nächste Training ist das jetzt, an welchem Tag sind wir? Am 26. Juli. Ich werde dann bis zum 1. August machen und dann die nächste Episode starten. Und zum Abschluss noch ein Hammer. Der FC Bayern akzeptiert 45 Millionen für Mario Götze. Das heißt, wir hätten einen neuen Zehner, wir hätten einen neuen absoluten Königstransfer. Und das wäre doch ein richtig geiler Abschluss für diese Episode eigentlich, oder nicht? Die Frage ist dann natürlich, wo wir Spieler wie beispielsweise Coutinho hinstellen sollen. Allerdings haben wir hier ein Angebot von Atletico Madrid. Das lehne ich aber natürlich ab, weil ich möchte den behalten. Der kann auch ZM spielen. Ich denke mal, das könnte ich mir sogar vorstellen. Ihr werdet nachher nochmal einen Entwurf sehen von meiner geplanten Aufstellung. Und Celta Vigo sagt, nö, nur 7 Millionen. Dann sage ich, nö, 9,5. Olivier Boscali hat das Angebot akzeptiert und wird unser neuer Backup-Innenverteidiger. Sehr schön. Auch sehr schön. Mainz hat das Angebot akzeptiert. Das heißt, jetzt können wir uns tatsächlich noch Loris Karius holen. Das ist alles extrem viel Geld, was wir hier rauswerfen. Aber gut angelegt ist auf jeden Fall, weil das alles Talente sind. Apropos Talent. Insigne ist ein Star und kann sich deswegen den Wechsel nicht vorstellen. 200.000 Gehalt, 4 Jahre essentieller Stammspieler. Jetzt komm her, du Dulli. Und das ist das Angebot für José Enrique, 1,8 Millionen von Norwich, und das nehmen wir einfach an, weil wir haben es nicht so nötig und wir wollen ihm Spielpraxis geben. Und wir haben ein Angebot für Dejan Lovren. Das ist jetzt eine gute Frage. Da ich das Video ja heute schon raushauen werde, könnt ihr mir da zumindest das Ganze mal in die Kommentare schreiben. Meint ihr, ich soll Lovren verkaufen und mir dafür eventuell dann doch Matip holen? An sich plane ich halt in der Innenverteidigung schon mit Lovren, was vielleicht auch eine oder andere komisch wirken mag, aber ja. Und daneben halt Skrtel, aber theoretisch können wir noch Chan da hinstellen. Haut mal eure Meinung dazu raus. Und zum 1. August und damit am Ende dieser Episode haben wir nochmal schlechte Nachrichten. Unser Talent, Keiji Oyo, hat sich eine Innenbandverletzung zugezogen, genauso wie Matip, und wird dementsprechend 2 Monate ausfallen. Natürlich schade für ihn, weil wir ihn ja eigentlich auch verleihen wollten. Ein Angebot haben wir aber auf jeden Fall für Brannigan, was sehr cool ist. Der hat ja einmal gespielt, hat sich da ein bisschen bewiesen und kann jetzt für 2 Jahre zu Millwall gehen und sich da weiterentwickeln. Atletico hat das Angebot nochmal verbessert für Coutinho, aber eigentlich hier trotzdem nicht.
Und damit war's das von dieser Episode. Viele, viele Transfers, viele, viele geile Optionen, die wir auf jeden Fall hier uns offen gehalten haben. Noch kein richtiger Hammerabschluss, denn sowohl Karius als auch Götze als auch Insigne sind ja noch nicht in trockenen Tüchern, aber auf jeden Fall gute Ansätze. Leider eine Enttäuschung im European Continental Shield, aber ich denke mal, auch das muss kein Stolperstein sein, denn in der Liga wird hoffentlich anders laufen. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin natürlich auf eure Vorschläge eingegangen. Ich denke mal, das habe ich ganz gut gemacht. Ihr könnt mir trotzdem auf jeden Fall auch nochmal weitere Transfervorschläge bzw. Meinungen über die Transfers, die ich gemacht habe, in die Kommentare reinballern, auch wenn ich denke, dass ich die schon ganz gut so eingebaut habe bzw. ganz gute Ideen hatte. Videobeschreibung, wie gesagt, IG Vault auschecken, Instagram auschecken, Twitter auschecken, gerade Twitter und Instagram, ja gesagt, bei dieser Karriere besonders wichtig, wenn ihr halt up-to-date bleiben wollt und auch an Abstimmungen teilnehmen wollt, die halt bei der Vorproduktion entstehen. Und gut, dann war's das. Bis zum nächsten Mal. Wunderschönen, schwitzigen und warmen Sonntag noch. Macht's gut, haut rein und ciao.